Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie schlecht der Opti-Grill Würstchen macht. Ja, ihr habt richtig gehört, so richtig gut kann der Opti-Grill Bratwürste nicht. Aber egal, trotzdem habe ich mir gesagt, teste ich das Ganze mal. Ich teste verschiedene Würste, verschiedene Programme und gehe einfach mal auf die Tipps ein, die man sonst so in der Community bekommt. Aber trotzdem keine Garantie, dass es jetzt hier ein vollständiger Test ist. Ich habe sehr viel getestet, sehr viel Bratwurst gegessen, aber schaut selber. Das erste, was ich mache, sind hier so rohe, dünnere Bratwürste, die ganz normal im Wurstprogramm im Opti-Grill jetzt gegrillt werden. Und das Wurstprogramm, das ist eigentlich auch für rohe Bratwürste da. Das heißt, hier diese, die noch ungegart sind. Es gibt ja auch diese vorgebrühten Würste, zu denen komme ich gleich noch. Und dieses Wurstprogramm ist halt explizit für rohe, weil die Franzosen vermutlich diese vorgebrühten gar nicht kennen. Der Opti-Grill läuft das Programm jetzt ganz normal durch. Hier sehen wir bei Blau, da misst ihr die Dicke von den Bratwürsten, um am Ende genau die Zeit einzustellen, wie lange die Würste drin bleiben werden. Und die Stufen laufen dann Stück für Stück durch. Ihr könnt zwischendrin den Opti-Grill immer mal wieder aufmachen, das ist kein Problem. Das Programm läuft dann weiter, wenn ihr ihn wieder schließt. Was ich hier ganz gerne mache, ist, dass ich zwischendrin mal aufmache und die Würste so ein bisschen drehe. Das hilft dann, dass die Grillstreifen nicht nur einfach Streifen sind, sondern ein bisschen durchgehender sind. Das sieht bei Würsten schon mal ein Stück besser aus. Hier seht ihr, wie das Ganze aussieht, zur Stufe Orange. Das kann jetzt noch ein bisschen drin bleiben. Sieht aber schon ganz gut aus. Also ich sag mal so, diese dünneren, rohen Würste scheinen gar nicht so schlecht zu klappen im Opti-Grill. Jetzt ist der Opti-Grill fertig. Stufe Rot ist am Blinken und Piepsen. Dann nehmen wir die Würste raus und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also sieht schon ganz vernünftig aus. Klar, es ist natürlich jetzt nicht so wie auf einem Holzkohlegrill. Da ist nochmal ein Stück dunkler. Und auch an den Seiten kriegt man natürlich keine Farbe dran. Aber trotzdem finde ich, es kann sich sehen lassen. Oder was sagt ihr dazu? Man muss aber jetzt ehrlich dazu sagen, das ist das beste Ergebnis, was ich erzielt habe bisher. Also die anderen Würste, die jetzt gleich kommen, da wird es nicht ganz so schön aussehen. Also Wurstprogramm mit dünneren, rohen Würsten klappt ganz gut. Hier seht ihr das Ganze nochmal angeschnitten. Ja, es hätte vielleicht ein bisschen früher rausgekommen, das sieht schon ein bisschen trockener aus. Also auch da, ja, muss man einfach zugeben, Würstchen im Opti-Grill ist nicht das Optimale. So, die zweite Runde ist fertig vorgeheizt. Ich wische jetzt hier einmal mit einem Stück Zewa durch, damit kriegt man einen Ruckzuck wieder sauber. Jetzt nehme ich einfach mal im Wurstprogramm die vorgebrühten Würste. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen. Das Wurstprogramm ist für die rohen Würste gedacht und die hier soll man eigentlich im manuellen Modus Stufe Orange 210, 220 Grad für 10 Minuten machen. So steht es in der Anleitung. Und da ich so viel Wurst gemacht habe dieses Wochenende, habe ich mir hier ja, ein kleines Currywurst-Sößchen auch vorbereitet. Also es hat ein bisschen gereicht. Ich habe auch einen Teil eingefroren und ich hatte einige Gäste da, die immer wieder das Ganze gegessen haben übers Wochenende. So sieht das jetzt aus bei den vorgebrühten Würsten. Auch hier habe ich zwischendrin so ein bisschen verschoben, damit einfach auch gleiche Verhältnisse sind jetzt im Vergleich zu den rohen Würsten. Dann sind wir hier bei der Stufe Orange jetzt auch am Blinken. Da mache ich das nochmal auf. Und ihr seht, die Würste sind schon am Aufplatzen. Das ist der Nachteil von diesen vorgebrühten Würsten, finde ich. Also zumindest passiert das bei mir ganz oft, dass diese vorgebrühten Würste aufplatzen. Ich meine, es ist nicht dramatisch, es ist letztendlich mehr eine optische Sache. Geschmacklich schmeckt es eigentlich genau gleich, finde ich. Ja, aber gibt sicher Leute, die stört. Ich habe es jetzt hier nochmal weiterlaufen lassen, so auch hier bis zur Stufe Ende Rot. Und ihr seht, das sieht jetzt nicht wunderschön aus. Also da war die erste Runde mit den rohen Würsten schon besser, finde ich. Aber man kann es auf jeden Fall essen. Ich werde das jetzt auch in der Currywurst schön verarbeiten und da wird es dann auch überhaupt nicht stören. Weder, dass es aufgerissen ist, die Wurst, noch, dass das jetzt nicht so schön Röststreifen außen hat. Gerade auch wieder seitlich sieht man, ist es halt sehr hell. Ich meine, das Problem hat man auch in der Pfanne. Auf einem Holzkohlegrill hat man halt eher von unten so diese Strahlungshitze, die dann auch an den Seiten ein bisschen dunkler macht. Und das ist halt beim Kontaktgrill nicht so einfach möglich. So, dann wieder ab ins Currywurstbad. Weiter geht's. Jetzt teste ich den manuellen Modus Stufe Orange mit den vorgebrühten Würsten. So ist es nach Anleitung eigentlich auch zu machen. Ich glaube, in der offiziellen Opti-Grill-App steht es auch so drin. Dann probieren wir das einfach mal aus. Und jetzt von der Zeit her kann man natürlich hier variieren, je nachdem wie dick die Würste sind. Ich habe jetzt hier bei den mitteldicken Würsten einfach mal so 12 Minuten gemacht und so sieht das Ergebnis dann aus. Auch nicht viel besser, wenn man ehrlich ist.
Also so wirklich prickelnd ist es nicht. Auch hier wieder das Ganze aufgeplatzt unten drunter. Ja, ich meine, das kommt irgendwie ganz oft vor hier bei diesen vorgebrühten Würsten, dass unten so ja, dieser Kruste so ein bisschen fest wird. Keine Ahnung, woran das liegt. Also wirklich schön sieht es nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Naja, nächster Versuch, die kleinen Würstchen, diese Nürnberger heißen die, glaube ich, sind auch wieder vorgebrühte Würste. Das heißt, ich habe auch hier wieder manueller Modus Stufe Orange genommen, um das Ganze dann ja, ein bisschen kürzer drin zu lassen. Die werden keine 12 Minuten brauchen, da sie einfach dünner sind. Ach, und noch ein Tipp, ihr seht es hier, ich habe vorne unter dem Opti-Grill so ein kleines Holzbrettchen gelegt, dass der Opti-Grill von seiner Grillfläche nicht abschüssig nach vorne ist, denn das ist bei so kleinen Würstchen echt blöd, die würden einfach runterkullern. Also immer was unterlegen, dann rollt euch nichts runter. Ich habe jetzt hier nach 8 Minuten das Ganze rausgenommen und auch hier muss man sagen, ja, es ist okay, kann man auf jeden Fall so essen, ist nicht dramatisch, für eine schnelle Nummer sicher okay. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus als die dickeren Würstchen, würde ich sagen. Aber auch da von den Seiten ist es halt einfach blass. Ich meine, die Würste sind jetzt auch nicht so das kulinarische Highlight. Wie seht ihr das? Wie beurteilt ihr die Ergebnisse, die ich jetzt hier bisher gezeigt habe? Ich finde es eher durchwachsen, wenn ich ehrlich bin. So, neuer Versuch, neues Glück. Diesmal die etwas dickeren vorgebrühten Würste. Und damit die nicht aufplatzen, habe ich jetzt einen Tipp mal versucht, und zwar die so anzupieksen. Das soll einfach dazu führen, dass der Druck, der entsteht durch die Hitze, dass es so ein bisschen aufquellt, dass der nicht entlassen wird dadurch, dass es aufplatzt, sondern einfach über die Löcher entweichen kann. Auch hier habe ich wieder den manuellen Modus Stufe Orange genommen, so wie es in der Anleitung entsprechend beschrieben ist, und habe nach 10 Minuten das Ganze dann rausgenommen. Zwischendrin habe ich es auch nochmal hier so ein Stück gewendet. Einfach, dass die Röststreifen ein bisschen durchgehender drauf kommen. Aber wir sehen hier schon zwischendrin, wenn man aufmacht, dass auch hier das Ganze nicht so dunkel wird. So, das Ergebnis hier, nach 12 Minuten war das jetzt. Ja, Farbe ist außen dran, relativ hell. Ich weiß nicht, ist das bei den vorgebrühten Würsten vielleicht immer so? Bin ich vielleicht hier zu hart an der Stelle mit dem Opti-Grill? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es genauso aus wie bei den anderen Würsten. Außen hell, oben drauf ein bisschen Farbe. Ich finde, die dünneren sahen auf jeden Fall besser aus. Ist auch irgendwie logisch, je dicker die Wurst, desto mehr Fläche ist außen natürlich hell. Ist vielleicht auch einfach logisch. Hier das Ganze noch angeschnitten, also man konnte es ganz normal essen. Das war super lecker sonst. Ich finde auch in der Currywurstsoße hat das keine Rolle wieder gespielt. Nun zum Opti-Grill Elite XL. Der hat ja extra Programme dafür. Der hat ein Wurstprogramm, der hat ein vorgegartes Würstchenprogramm. Dann testen wir das doch mal. Vorgegarte Würstchen, ich nehme den Grillboost auch mal mit dazu. Das Ganze soll ja nicht zu hell aussehen. Und dann nehmen wir mal wieder hier die dickeren Würste. Vermutlich werden die auch nicht so gut klappen, denn die dickeren Würste sind schwieriger, haben wir ja gesagt. Jetzt denkt ihr bestimmt, den Opti-Grill Elite XL, den muss ich jetzt in die Höhe loben. Das ist ja der beste, der teuerste. Der muss verkauft werden. Aber schauen wir uns einfach an. 10 Minuten dauert das Ganze ungefähr, dann ist das Grillprogramm durchgelaufen. Vorgegarte Würstchen sind gegrillt. Und das Ergebnis sieht echt bescheiden aus. Sorry, ich kann leider nur noch lachen. Dann nehme ich auf jeden Fall auch im Elite XL in Zukunft nicht mehr das vorgegarte Würstchenprogramm, sondern lieber den manuellen Modus. Der funktioniert hier sicher auch besser. Jetzt nochmal der Test, auch im Elite XL die rohen Würste zu machen. Aber schon jetzt ist meine Meinung eigentlich klar. Wenn ihr Bratwürste im Opti-Grill auch machen wollt, dann ist der Elite da nicht das große Argument. Also die kriegt ihr dann im anderen Opti-Grill, wie ihr gesehen habt, auch genauso gut hin. Also ich finde auf jeden Fall, auch wenn jetzt der Opti-Grill Elite XL hier nicht so super abschneidet, dass der schon der beste ist. Also was Steaks angeht, was Burger angeht, ist der auf jeden Fall besser als die anderen Opti-Grill-Modelle. Bei Wurst ist halt jeder Opti-Grill irgendwie ein Reinfall, wenn man es ehrlich betrachtet. So, hier die rohen Würste. Ja, das ist jetzt so bei Stufe Orange auch wieder. Man sieht, es wird nicht so super werden. Wir drehen das jetzt ein bisschen, ist okay. Es wird wahrscheinlich aussehen wie der erste Versuch auch im Opti-Grill XL, den ich da genutzt hatte. Oder war es der Opti-Grill Plus? Ich glaube, den Plus hatte ich benutzt. So, bei Mitte Rot nehme ich das dann raus.
Ja, sieht auf jeden Fall vernünftig aus, besser als bei den vorgebrühten Würsten. Auch unten drunter ist ordentlich Farbe dran. Also da kann man schon sagen, da ist der Elite XL auf jeden Fall nicht schlecht mit dem Wurstprogramm mit Grillboost bei diesen dünneren Bratwürsten. Das ist wirklich noch eins der besseren Ergebnisse aus dem Opti-Grill. Dann schneide ich das Ganze wieder noch durch, damit mein Currywurst-Pot noch ein bisschen größer wird. Und dann geht es auch direkt weiter mit der nächsten Runde. Diesmal das Wurstprogramm ohne Grillboost. Da nehme ich mal die dickeren Bratwürste. Meine Idee war, wenn ich die dickeren Bratwürste mit Grillboost mache, dann könnten die vielleicht außen anbrennen. Deshalb ohne Grillboost. Das Ganze soll 23 Minuten dauern. Halte ich für relativ lang, aber ich habe es einfach mal gemacht. Und dann schauen wir mal an, wie es nach 23 Minuten aussieht. Das ist schon eine Menge Zeit. Und ich finde, dafür ist es auch viel zu hell. Also Wurst ohne Grillboost ist dann doch eher nicht so die richtige Sache, würde ich sagen. Also mir hat das gar nicht gefallen. Auch wenn es so lange gedauert hat, habe ich jetzt gesagt, ich lasse das Ganze nochmal drauf liegen, schalte nochmal auf manuell 220 Grad und lasse es nochmal 6 Minuten laufen und dann sah es für mich vernünftig aus. Also so kann sich es auf jeden Fall sehen lassen und vielleicht ist dann auch mein Fazit eher in die Richtung, dass man Würstchen generell einfach auf manuell orange macht und dann einfach nach Belieben das Ganze dunkel werden lässt. Ich meine, bei Würsten ist es mit dem Gargrad ja nicht so dramatisch. Meistens Bratwürste, die gart man ja so lange, dass man eigentlich locker über den notwendigen Gargrad hinaus ist. Und ich finde, dass es jetzt hier gar nicht so schlecht aussah. Ja, die nächste Runde nochmal manuell orange im Elite XL mit verschiedenen dicken Würsten. Da seht ihr, was ihr nicht machen solltet. Die rechts waren jetzt dünner, dadurch haben die überhaupt gar keinen Kontakt gehabt. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp. Nehmt immer Würste, die gleich dick sind. Und dann habe ich die dünnen Würste nochmal 6 Minuten weiterlaufen lassen wieder und dann ging das auch wieder. Klar, die waren auch wieder am Aufplatzen, so wirklich schön sieht es nicht aus. Kann man halt einfach nicht ändern. Das ist halt, wie schon gesagt, nicht die Stärke vom Opti-Grill. Der Opti-Grill ist einfach gut für Steaks, Burger, Geflügel, Sandwiches, Grillgemüse und viele andere Sachen. Hier nochmal eine Runde Mini-Würstchen, diese Nürnberger im Opti-Grill Elite XL, auch wieder manuell orange. Und ich finde, die können sich optisch einigermaßen sehen lassen. Jetzt nochmal ein Test. Das war auch ein Hinweis, den ich immer wieder in den Facebook-Gruppen gelesen habe, dass man Bratwürste im Steak-Programm machen soll. Und dann habe ich gedacht, dann teste ich das doch zum Schluss auch nochmal aus. Ich war da sehr skeptisch, weil ich der Meinung bin, das Steak-Programm mit 270 Grad zu beginnen ist viel zu heiß für Bratwürste. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich probiere es einfach aus. Das sind jetzt wieder hier diese dickeren vorgebrühten Würste. Ich habe die noch angeschnitten, damit die auch nicht aufplatzen. Und habe es jetzt einfach am Steak-Programm laufen lassen. Hier sieht man ja beim Steak-Programm laufen ja mal die Farben durch. Hier bei Blau ist es jetzt, da wird es gemessen. Zwischendrin habe ich es auch mal aufgemacht, hier bei der Stufe Gelb. Und ich finde persönlich, dass es jetzt nicht so optimal aussieht. Also es wird auf jeden Fall schon dunkler als in den anderen Stufen. Aber auch dadurch ist der Kontrast zu den Rändern noch größer. Und wenn ich es jetzt hier rausnehme, ich habe es jetzt mal so bei der Stufe Mitte Rot rausgenommen, finde ich, dass es optisch nicht so schick aussieht. Also man muss sagen, wenn ich jetzt dünnere Würste genommen hätte, dann hätte es vielleicht besser ausgesehen, weil der Rand dann vielleicht nicht ganz so groß wäre, der weiße. Die Farbe ist ja an sich schon okay, die außen drauf ist. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal unten reinschreiben, wie ihr vorgebrühte Würste am besten bisher gemacht habt in Opti-Grill. Ob ihr da auch so schlechte Erfahrungen wie ich gemacht habt, ob ihr vielleicht noch irgendeinen Tipp für mich habt, wie ich das besser machen kann. Gerne einfach unten einen Kommentar da lassen. Ansonsten würde ich auch gerne mal einen Vergleich zum Holzkohlegrill hier zeigen. Ich habe allerdings gerade keinen. Ich bin gerade auf eBay Kleinanzeigen am Suchen, dass ich mal einen Holzkohlegrill günstig irgendwo bekomme. Und dann werde ich mal einen Vergleich machen, Opti-Grill gegen Holzkohlegrill. Vermutlich erst mal mit einem Steak, um einfach da die Unterschiede zu zeigen. Aber auch bei Würsten wäre es sicher interessant, das einfach mal vor Augen zu haben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Opti-Griller Benny.